Ich bin die Anja und ich möchte mit dir heute eine Yoga-Gleichgewichts-Challenge machen. Alles, was du dafür brauchst, ist bequeme Kleidung. Am besten machst du das Ganze barfuß, dann hast du mehr Halt. Und eine Matte oder eine rutschfeste Unterlage. Gut, würde ich sagen. Legen wir gleich los. Komm auf deine Matte und zwar ans vordere Ende. Füße sind breit. Knie gebeugt. Bauchnabel zieht nach innen. Und du kippst dein Becken leicht nach vorne, um den Bauch noch mehr anzuspannen. Heb die Brust an. Entspann deine Schultern. Atme ein, wachse zur Decke. Leg deine Handflächen zusammen. Atme aus. Bring die Hände vor dein Herz. Atme ein. Streck dich. Po fest. Atme aus. Entspann deine Schultern. Einmal mehr. Atme tief ein. Komm auf deine Zehenspitzen. Atme aus. Setz die Fersen wieder ab. Nochmal. Werde ganz groß. Streck dich noch weiter. Komm auf die Zehen. Atme aus. Absetzen. Machen das Ganze noch einmal. Halte dein Gleichgewicht. Und atme aus. Gut. Lass diesmal deine Füße auf dem Boden. Steig dich zur Decke. Atme ein. Und jetzt tauchst du nach unten. Bring die Fingerspitzen in Richtung Boden. Vorbeuge. Knie sind immer noch leicht gebeugt. Bauchnabel zieht nach innen. Oberkörper ist entspannt. Setz deine Hände ab. Vielleicht musst du dafür deine Knie noch mehr beugen. Und komm in den herabschauenden Hund. Steig weit zurück. Und dann hebst du dein Po in Richtung Deck. Arme sind leicht gebeugt. Kipp dein Becken etwas höher. Zieh den Bauchnabel ein. Und mach den Rücken ganz stark und lang. Halte hier und dann kannst du dich einmal ein bisschen in deinem Hund bewegen, deine Knie im Wechsel beugen, deine Fersen im Wechsel in Richtung Boden schieben. Vielleicht möchtest du den ganzen Oberkörper mitnehmen, um richtig schön warm zu werden. Erste Herausforderung, bring jetzt dein vorderes Bein nach oben in die Luft in den dreibeinigen Hund. Winkel das Bein an und öffne deine Hüfte zu mir nach vorne. Ferse zum Po. Halte. Deine Hände sind immer noch gleichmäßig in den Boden gedrückt. Dein Bauch ist fest. Atme ruhig weiter durch die Nase ein und durch den Mund aus. Heb noch höher. Und dann setz wieder ab und wandere in deinem herabschauenden Hund. Andere Seite. Heb dein hinteres Bein zur Decke. Ferse zum Po. Öffne deine Hüfte. Und halte. Sind deine Arme schon etwas schwer? Deine Schultern schmerzen schon ein wenig, aber du hältst durch. Schick deine Atmung in die Bereiche, die du am meisten spürst. Und komm zurück in den herabschauenden Hund. Wandere zu deinen Händen. Atme aus. Atme ein, streck dich zur Decke, Hände zusammen, atme aus. Puh, nochmal tief ein, komm auf deine Zehen, Po ist fest. Atme aus. Zurück auf die Matte. Einmal mehr,
strecken, auf die Zehen kommen. Lösen, Schultern entspannen. Gut. Steig jetzt zurück mit dem vorderen Bein in den Krieger 1. Deine Füße sind dafür ungefähr hüftbreit auseinander. Dein vorderer Fuß zeigt nach vorne. Dein hinterer ist minimal ausgedreht. Dein Knie ist über deinem Knöchel. Und dein hinteres Bein ist lang und stark. Hüftknochen zeigen nach vorne. Schambein wird eingezogen. Bauch ist fest. Bruststolz. Heb die Arme. Push deine kleinen Zehen in den Boden. Vielleicht kannst du deinen Oberkörper ein bisschen mehr nach hinten lehnen. Den Po feste anspannen. Und dann löse vorsichtig, indem du dein Gewicht auf das vordere Bein verlagerst. Krieger 3. Löse den hinteren Fuß und streck dich ganz lang. Finde dein Gleichgewicht, indem du einen Punkt vor dir auf dem Boden fixierst. Bauchnabel ist fest, dein Standbein gebeugt. Halte. Atme durch die Nase ein und den Mund aus. Sinke tiefer. Löse. Schließ deine Füße. Sehr gut. Andere Seite. Du nimmst dein hinteres Bein einen Schritt zurück für den Krieger 1. Knie über Knöchel. Becken kippt. Bauchnabel zieht ein. Rücken ist lang. Heb die Arme und den Blick. Vielleicht kannst du dein vorderes Bein noch ein bisschen mehr beugen. Und deinen Po noch mehr anspannen. Kannst du deinen Hals ganz lang machen und den Blick stolz aufrichten. Wir bauen Kraft in dieser Übung auf und Stabilität. Krieger 3. Gewicht nach vorne. Stell dir vor, du möchtest davon fliegen. Heb dein hinteres Bein noch höher. Beug dein Standbein. Streck die Arme so lange, wie du kannst. Stell dir vor, dass dein Atem dich trägt. Dass er dir Halt gibt, Sicherheit. Wenn deine Muskeln zucken, ist das ganz normal. Halte durch. Und dann schließe deine Füße. Atme aus und richte sie mir nach vorne. Gut, für die nächste Übung nimmst du deine Füße wieder eng zusammen. Erstmal durchatmen. Gut, wir machen weiter mit der Baumpose. Bring jetzt dafür deinen rechten Fuß auf den Boden neben deinem linken. Das geht gut, oder? Probier mal die Wade. Standbein ist gebeugt. Und wenn das gut geht, probierst du mal die Oberschenkelinnenseite aus. Wichtig ist, dass du den Fuß nicht gegen dein Knie drückst. Ich weiß, es ist verlockend, den Fuß dort abzustellen, aber wir wollen nicht, dass dein Knie irgendwelche Probleme später macht. Also lieber drüber oder drunter. Knie soft, Becken kippt leicht nach vorne, schläg die Handflächen zusammen, erde deinen Fuß und atme ganz ruhig ein und aus. Finde dein Gleichgewicht. Fixiere deinen Blick auf einen ruhigen Punkt vor dir, auf dem Boden oder an der Wand gegenüber.
zieh dich jetzt aus und greif deine Kniekehle. Zieh dein Knie ran und heb die Brust. Wenn das gut geht, versuch mal Folgendes. Greif deinen großen Zeh und streck dein Bein. Eine tolle Dehnung für die Rückseite deines Oberschenkels. Dann löse wieder vorsichtig, abstellen, ausatmen. Andere Seite, Baumpose, auf dem Boden, Wade oder Oberschenkelinnenseite. Such dir deine Variante aus. Entspann deinen Bauch an. Leg deine Handflächen aneinander und fokussiere deinen Blick auf einen festen Punkt. Atme ruhig. Lass den Baum wachsen, indem du den Scheitel zur Decke ziehst. Und jetzt hat unsere Herausforderung. Balanciere dich aus, greif deine Kniekehle und entweder bleibst du hier oder du schnappst dir deinen großen Zeh und streckst dein Bein aus. Und wenn du wackelst oder vielleicht sogar rausfällst, macht es gar nichts. Probier es einfach nochmal. Löse, atme aus, entspann dich. Locke mal deine Füße durch. Vielleicht tun dir deine Fußgelenke jetzt ein bisschen weh, das ist ganz normal durch die ungewohnte Belastung. Aber diese Gleichgewichtsübungen sind super wichtig, auch für unsere Gelenke, um sie zu stärken. Gut, deine Füße echt eng zusammen, heb die Arme. Komm auf deine Zehenspitzen. Tauch nach vorne, indem du dein Becken kippst und den Rücken lang machst. Fingerspitzen zeigen nach hinten. Stell dir vor, du willst mit der Nasenspitze den Boden vor dir berühren. Dein Bauch ist eingezogen und stärkt so deinen Rücken. Setz deine Fersen wieder ab, beug deine Knie, atme ein, wachse nach oben, Handflächen zusammen, atme aus. Einmal mehr, breite die Arme aus, komm auf die Zehenspitzen, tauche. Press die Schulterblätter zusammen und schieb den Kopf tiefer. Starke Beine. Halte. Atme aus. Streck dich zur Decke. Atme ein. Handflächen zusammen. Atme aus. Einmal tief einatmen. Aus. Und ein. Und aus. Gut, das war's auch schon. Ich hoffe, du hattest Spaß. Bist ein bisschen über dich selbst hinausgewachsen. Und vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Pass auf dich und deine Familie auf. Bleib gesund und bis bald.